So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs. Mein Name ist Allison Burger und wir sind hier in der Rolle von Aiden Pierce und, lass mich überlegen. Letzte Folge hatten wir auch schon fett gefeiert, dann gehen wir es wieder weiter raus, so. Wo ist der Fette? Der Fette war doch hier irgendwo. Oh, scheiße, fuck! Autsch. Also mal aufhören, auf mich zu ballern, du Wichser. Alter, du hast durch die Tür geschossen. Der Wichser hat das überlebt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dadurch stirbt. Normalerweise halten die ja noch ein bisschen mehr aus. Dann ist es meistens so, hier 200 mal gegengeschossen und die haben immer noch full life irgendwie. So, mit der Pistole. 3 Schuss, Automatik. Los, also, 3 Schuss, Rapid hier. Automatik ist nicht. Fuck, der ist nicht umgefallen. Warum stirbt der nicht? Fuck. Oh, Nate. Schnell weg hier. Ja, hier stehe ich leicht ungünstig, merke ich gerade. So, versuchen wir den nochmal hier bei Distanz. Ja, haben wir bekommen. Sieht aber lebenstechnisch leider gerade nicht so ganz gut aus. Da hat er die Granate geschmissen. Kann man sogar in Slow Motion zugucken. Oft die Stimme in den Hals. Kopf. Was auch immer reingeballert hat. Der liegt ja immer noch, der Wichser. Da kann man nicht durchschießen. Habe ich gerade gedacht, das geht vielleicht. Wow. Schöner Schuss direkt auf die. Auf die Theke drauf. So, gucken wir nochmal hier. Nee, war kein Hit. LF an alle Einheiten. Luftunterstützung auf. Oh nee, Hubschrauber noch. Da. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss zurück. So, Hubschrauber, da guckst du dumm, ne? Nice. Den Schützen per Kopfschuss mit der Pistole rausgeholt. So gehört sich das. So. Boom, boom, boom. Ein Veteran sogar gekillt. Passiert auch nicht so häufig. So, jetzt haben wir noch 2 übrig. Das müssten wir jetzt machen. Kommt, Leute. So schwer ist das doch nicht mehr. Wenn du jetzt rauskommst, verspreche ich dir schnell. Los in Deckung. Komm, guck noch. Alter. Knapp daneben ist auch vorbei. Was soll ich anderes machen? Der war drauf. Das war ein Hit. Aber leider nicht tödlich. Jetzt sitzt der in der Falle. Der geht nirgendwo hin. Leitstelle hier ist PH4. Fordern Umleitung für den gesamten lokalen Luftverkehr an. So, den hauen wir sofort wieder raus. Nachher macht er wieder irgendwelchen Blödsinn. Ja, Kollege, das war's dann mit dir. Und da hinten haben wir noch so ein Sprengteil. Hasta la vista, Baby. Würde Arnold Schwarzenegger jetzt sagen. Na, gucken. Gehen wir's nochmal hin. Nochmal so ein bisschen drauf rotzen. Was? Nicht mal mit dem großen Gewehr. Aber abhauen tut er zumindest. Hat er Angst bekommen. Zu viel Kugeln abbekommen. Hoffen wir es mal. Drecksack. So. Dann gucken wir mal, was haben wir jetzt hier drin. Wir brechen's ab. Das war's. Flucht erfolgreich. Naja, also geflüchtet bin ich ja nicht so wirklich. Okay, was soll ich hier eigentlich? Blackout! Guck mal, nice. Blackout können wir wahrscheinlich auch gebrauchen gleich. Wenn der da schon so offen rumliegt, dann werden wir den mit Sicherheit auch einsetzen müssen. Was haben wir jetzt hier? Ein Büro. Okay. Aha. Langweilig. Erstmal hacken. Noch mehr Text. Langweilig. Brauche ich jetzt nicht. Steht nichts Wichtiges drin. Also ich sollte doch hier hinten gehen. Finden Sie Quinn. Okay, wahrscheinlich im nächsten Raum. Ich komme nicht weiter. Oh, Moment mal. Ach stimmt, ich bin ja schon mitten im Kreis drin. Das heißt, ich bin ja schon... Der muss ja hier irgendwo sein. Wo ist denn der Sack jetzt? Oh, was ist das denn? Da ist Quinn. Wir mussten unsere Zusammenarbeit mit Clara Lill beenden. Eine begabte Hackerin. Hat früher oft für uns gearbeitet. Leute aufgespürt, die wir über die regulären Kanäle nicht finden konnten. Kennt unsere Arbeit.
Okay, das reicht. Du dreckiger Sack. Da finde ich auch immer recht hässlich hier bei diesem Panzerglas. Da ist immer so ein hässliches Gitternetz. Okay, Türk kann ich auch nicht aufballern. Wo ist der Drecksack? Ich finde ihn einfach nicht. Was muss ich machen? Mit CTOS verbunden. Ja, da hat der Drecksack natürlich. Okay. Da ist er. Das ist natürlich Fail gewesen. Erstmal hacken. Sie sind noch jung, Mr. Pierce. Drehen Sie sich einfach um. Gehen Sie weg. Ich schwöre Ihnen, dieser Raum ist absolut sicher. So viele Leute wollen Sie schnappen. Das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Sicher? Tatsächlich. Erwarten Sie Applaus, wenn Sie eine daraus OP am gehen, Herz gehabt. Dass die Stadt vor Ihnen niederkniet und Ihnen dankt. Das ist aber gemein. Ist alles in Ordnung? Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Ich bin Ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich habe Sie fertig gemacht. Jeden Einzelnen. Das ist natürlich assi. Beim Sterben zu gucken, Sie alter Mann. Oh, Katzin. Wollen Sie, dass ich bettele? Ja. Lucky Quinn? Auf den Knien. Betteln Sie ruhig, das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Es war ein Fehler. Wir dachten, Sie wollen das. Lüg mich nicht an. Sie waren schlampig, wären Sie abgehauen. Ich hätte Sie vergessen. What the fuck? So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? So viele Frauen sterben ohne Sinn. Wenigstens hatte sie den Anstand, vor einer Kamera zu sterben. Der Bürgermeister war immer sehr unvorsichtig. Das glaube ich. Und dumm genug, sich zu verlieben. All das. Lenas Tod. Nur weil sie fürchteten, ihre Marionette zu verlieren. Glauben Sie, sie gewinnen? Wenn ich sterbe, kriege ich eine Statue. Das glaube ich kaum. Und Sie? Es ist was passiert. Die Stadt lebte weiter, als ihre Familie trauerte. Weil sie nicht wichtig sind. Ich weiß es. Es gibt Beweise. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Fuck, ich erledige Abschaum wie Sie. Töte ihn. Komm, dürfen wir ihn töten, 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 töten. Machen wir ihm jetzt den Chaos? Ja, dürfen wir. Bitte, bitte, komm. Meine Stadt. Nitz nicht mehr, Motherfucker.
Quinn ist tot. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass ich mich leer fühle, oder? Ich würde mich selbst belügen. Endlich fühle ich mich wach, als könnte ich wieder atmen. Und Lena? Nichts macht ihren Tod ungeschehen. Aber vielleicht kann ich etwas tun, das doch etwas ändert. Okay, und was? T-Bone. Es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du dann. Mr. Quinn! Schnell, hol die anderen! Mach hier alles dicht! Okay, da haben wir's. Nee, können wir nicht wieder zumachen. Sucht alles ab! Oh. Hier, Impel! Was? Wir haben nur 20 Sekunden Zeit, um zu entkommen. Alle Einheiten, fordere Luftunterstützung an. Das ist weit. Verdächtiger auf der Flucht. Genau, Aiden. Warum sind wir nicht einfach von hier reingegangen? Bleib stille, jetzt geht's los. Alter, what the fuck? Ich komm hier raus und schon ist die Hölle los. What the fuck? Was? T-Bone. Es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Ah! Von was? Siehst du mal downloaden. Mr. Quinn? Wie ätzend. Schnell, hol die anderen! Mach hier alles dicht! Muss ich da jetzt näher bleiben? Ich glaube nicht. Luftunterstützung genehmigt. Okay, das war irgendwie unnötig von mir. Hätte ich viel mehr Zeit raushauen können. Waffenfreigabe erteilt. Das Zaun. Ja, okay. Scheiß auf das Teil. Wichtiger getroffen. Ja, kein Sichtkontakt mehr. Versuchen ihn wiederzufinden. Okay, die sehen mich offensichtlich. Versuchen wir es mal zu verstecken hier. Vielleicht hauen die ja irgendwann wieder ab. Das wäre natürlich Premium. Okay. Wir nehmen erneut Verfolgung auf, over. Nein, ich glaube, Cops töten ist jetzt nicht so geil. So viele Punkte will ich nicht verlieren. Wir nehmen ihn unter Beschuss. Ja. Einfach rein. Scheiße, ich dachte, wir könnten ganz flüchten und dann... Dann sieht er uns nicht. Nein! Hat doch nicht funktioniert. Okay, nochmal. T-Bone. Es war tatsächlich Quinn. Jetzt mach mal. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du dann. Mr. Quinn? Schnell, hol die anderen! Mach hier alles dicht! An alle Einheiten! Also manche haben es vielleicht schon wieder gemerkt, ich bin die Folge schon wieder am Nachkommentieren. Weil ich habe jetzt in den letzten beiden Folgen, die ich jetzt die Tage aufgenommen habe, Fehler gemacht mit der Aufnahmedatei. Ich habe beide die letzten beiden Folgen, die ich jetzt hatte, aufgenommen. Dann meinte mein Programm nur Fehler. Und ich so, ja scheiß drauf, kann ich es rendern? Ja, ich konnte es rendern, die Audiodateien wurden gespeichert, aber die letzten beiden haben sich halt überschnitten. Und ja, Videoaufnahme Nummer, was ist das hier? 37 und 38 sind halt beide da, aber in einer Datei, also die überlappen sich. Es ist für mich unmöglich gewesen, die zu trennen. Also hätte ich jetzt hier Folge 37 gehabt, hättet ihr auch gleichzeitig meine Stimme von Folge 38 gehabt. Und ja. Na, funktioniert es diesmal, funktioniert es nicht. Ein SUV ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Gucken wir mal. Sieht eigentlich recht gut aus. Strom ist zwar wieder an, aber wir können abhauen. Wir checken ein paar Nebenstraßen. Ein SUV wurde dem Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Auf der Minimap sehen wir schon, da kommt der scheiß Hubschrauber angeflogen.
Müsste jetzt direkt über uns sein. Ja. Da sind wir im Lichtkegel und der Lichtkegel geht schneller voll. Als es uns lieb ist. Waffen, keine Waffen, kein Handy. Sieht schlecht aus. Wir kommen nicht aus Mazar raus. Und da war es das mit uns auch schon. Tja. Sieht wohl aus, als ob wir das Ganze nochmal machen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das Scheißlicht blendet mich. Eine Sekunde. Ich mach grad die Rolle zu. Tibor, es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du dann. So. Oh, das Bild leuchtet auf einmal. Ich kann was erkennen. Was ist denn das? Nennt sich, glaube ich, Licht. An alle Einheiten. Luftunterstützung ist gleich da. Haltet durch. Ich bin wieder on the desk. Meine Damen und Herren, wir können fortfahren. Verdächtiger in Sicht. Mit Let's Play Watch Dogs. So, wie das übliche Hubschrauber wieder ausschalten. Die Idee mit dem Auto war gerade aber ganz schön verkehrt. Leider kann ich nicht so hochballern. Also müsste man den Hubschrauber, glaube ich, doch erstmal Geschichte sein lassen. Er haut ab! Wir sind in Position und setzen unsere Suche fort. Ah ja, doch, den hab ich ja. Ne? Gut. Ich bin mal gerade hier so währenddessen, da könnt ihr ja sehen hier so. Okay, ich habe wohl gewartet, bis der Hubschrauber wieder ausschalten kann. Funktioniert aber nicht so ganz. Dann werden wir das Ganze über einen Blackout machen. Dieser Dreckskerl wird uns nicht entwischen. Tja. Komm, ist das Licht aus, sehen die Deppen gar nichts mehr. Das ist der Witz. So. Uiuiui. Das war gerade echt auf den letzten Pixel gesehen. Das müsste. So. Jetzt. An alle. Raus aus dem Wagen. Rein ins Motorboot. Schwimmen hat letztes Mal nicht funktioniert. Hat jemand Sichtkontakt? Hier gibt es keinen Strom mehr. Aber. Mit Schnellboot sind wir einige schneller unterwegs. Und dann könnten wir eventuell entkommen. Ja, scheint so ganz aus. Aber erstmal einen fetten Unfall bauen. Das ist natürlich. RSG-821 Adam, wir kommen jetzt wieder zurück, over. Das war kontraproduktiv. Aber wir haben es geschafft, Leute. Ich saß also da und kitzelte gerade die Mandelbrotmenge auf ein Papier, als deine Freundin anrief. Erklär mir, wie du nicht wissen konntest, dass dieses Flittchen Clara die war, die uns verkauft hat. Wovon redest du denn? Warum sollte sie dich anrufen? Keine Ahnung. Sie dachte, ich tausche sie gegen deine Schwester. Ist das nicht rührend? Oh. Ich finde es verdammt traurig. Hast dich wohl ausspielen lassen? Lass sie, Damien. Ich mein's ernst. Halt sie da raus. Damien Brax. Schon vergessen. Wir sind keine Partner mehr. Alles ist möglich. Holy Motherfucker. Warum Damien? Warum hat sie ihn angerufen? Keine Ahnung. Wo bist du, Clara? Na los. Clara Lyle lokalisiert. Ich ahne Böses. Da ist die Mission. Ja, Schnellreise. Jetzt wollen wir wissen, was passiert. Clara, irgendwie die ganze Story ist zwar geil, aber es ist einfach nur ein Chaos. Hier passiert was, da passiert was. So. Warum sind wir jetzt nicht schnell Reise gemacht? Müssen wir erst an Land dafür? Was scheint's? Okay, wir können nicht fahren. Geldautomat, können wir nochmal ein bisschen Geld abheben? Ja klar. Ach, wie ich meine Versprechen gebe und sie innerhalb von wenigen Sekunden wieder breche. Das ist der Hammer von mir. Das ist ja der absolute Oberhammer. So,
bin jetzt langsam echt froh, dass das Projekt bald zu Ende wird. Ist immer so ein bisschen hier out of Aufnahme technisch, wenn wir uns hier schon mal auf einen langen Weg machen. Weil das Projekt hat sich doch ganz schön in die Länge gestreckt. 38 Folgen habe ich jetzt schon aufgenommen. Wie viele noch Folgen, weiß ich nicht. Ich will jetzt keinen spoilern. Ja, das Spiel an sich selber ist halt eben ziemlich geil, aber es ist immer dasselbe machen und... Naja... Also es gibt Besseres. Die Story fand ich allerdings persönlich ziemlich geil eigentlich. Die hat mir Spaß gemacht und... ja, ich bin immer eigentlich... interessiert daran, was passiert jetzt als nächstes. Was kommt jetzt? So, da habe ich eine Karre gesehen, die ich haben möchte. Die aber sofort weiterfährt. Autsch. Frontal in die andere Karre rein. Sowas muss schmerzen. So, da mal noch eine. Und diesmal hocken wir uns halt direkt vor. Beschädigt, die wollen wir nicht mehr. Außerdem habe ich mir, glaube ich, dabei gedacht, wenn ich jetzt einem anderen Typen die Karre abnehme, dann wird er bestimmt böse auf mich. Und dann, erstmal die Cops rufen. Also wie immer. Dann gucken wir mal, wie weit die Karre springen kann. Nicht sehr weit. Das wäre nix. Gar nix. Ich glaube, wir fahren jetzt tatsächlich mit dieser Karre bis nach ganz oben. Tja. Dann wird es halt eben noch eine halbe Stunde dauern, bis wir da sind. Kann ich auch nichts dran ändern. Da tut mir furchtbar leid. So, raus aus Chicago Richtung Parker Square. So, gucken wir mal, wo wir lang müssen. Da. Die Route ist wieder gegeben. So, auf jeden Fall noch mal ein paar Blackouts herstellen. Von allem, was wir so brauchen könnten, nochmal Maximum produzieren. Keine Ahnung, wie viel wir es noch brauchen. Aber wenn wir es brauchen, dann sollten wir gewappnet sein. Gerüstet, meine ich. Hoppala, das war wieder mein Sachschaden von, ich glaube, 10.000 Euro. Naja, nicht ganz, wahrscheinlich 2.000, 3.000 Euro. Aber hey, was soll's? Nicht alles ist für die Ewigkeit erschaffen. Ja gut, manche Dinge schon, aber halt nicht alles. Jetzt frage ich mich allerdings, was macht Clara? Aiden, ein paar Wagen vom Club sind in deine Richtung unterwegs. Damien, was hast du getan? Okay. Die Karre zwingt uns auszusteigen. Also ich habe das gerade nicht selber gemacht. Das war das Game. Der Friedhof. Clara. Lena Pierce. Clara! Genau, du versteckst dich hinterm Grabstein und wirst trotzdem noch getroffen. Nein! Alter, der Fokus hält lange. Special Tactics, würde ich sagen. So, nachladen. Aktion beendet. Ballein weg. Schützenkill, Kopfschuss noch. Clara. Das war's dann mit dir. Ich hab sie eigentlich gemocht, auch wenn sie
bisschen scheiße gebaut, aber sie war eigentlich recht cool. Schade. Sie hat also immer die Blumen gebracht. Es werden die letzten sein. Hallo, Aiden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Als ich dich das erste Mal sah, spieltest du mit Jackson Schach im Park. Ihr beiden wart sehr traurig nach der Beerdigung. Schon die Tränen weggewischt. Ich konnte sehen, wie sicher er sich bei dir fühlte. In unserer Welt verstecken wir uns im Dunkel hinter Monitoren. Nur da fühlen wir uns sicher. Es reicht nicht zu sagen, dass ich nicht wusste, dass Leben auf dem Spiel standen. Oder dass es nur ein Job war. Ich dachte, wenn ich dir helfe zu heilen, Antworten zu finden, vielleicht würde ich mich auch heilen. Aber ich kann nicht. Hoffentlich können wir noch reden, wenn das alles vorbei ist. Nein, das werde ich nicht mehr. Vielleicht kann ich verschwinden. Ganz sicher nicht. Das kann ich sehr gut. Akt 4. Kein Weg zurück. Ja, in dem Fall gibt es echt keinen Weg mehr zurück. Sie ist tot. Was habe ich getan? Sie ist maustot. Das habe ich Clara angetan. Und das alles läuft auf Erpressung hinaus. Ein 6 Jahre altes Mädchen stirbt, weil ein alter Mann seine Geheimnisse schützen will. Und Bloom? Die können sagen, was sie wollen, aber ihre Hände sind blutig. Oh ja, so richtig blutig. Keine Geheimnisse mehr. Jo, neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Ja, bla bla. Interessiert uns ein Scheißdreck. Erstmal anklicken. Hier, sag mir, dass du alles hast, was du wolltest, denn ich bin verdammt müde. Es ist Clara. Sie ist... Vergiss sie. Du hast genug andere Sorgen. Sie ist tot. Oh, nein. Ach Gott, verdammt. Ich bin auf dem Rückweg. Zeit, die Sache zu beenden. Ja. Dann ist sie tot. Jo, ich glaube, Ada, es müsste jeden Moment zu Ende gehen. Und dann sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Watch Dogs. Tschüss.